Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kingdoms of Amalur im wunderschönen Forst, wo wir vor der Höhle stehen, die wir betreten wollen, um zu gucken, ob wir vielleicht noch irgendwie die Steinkerzen minen, ob wir nicht noch irgendwie doch in den Turm da reinkommen. Huch. Denn es wurde ja gesagt, ich hoffe, das ist kein Fehler. Ich hoffe, wir sollen hier noch nicht rein. Wir können hier schon rein, so rum. Das wäre natürlich doof, wenn wir jetzt krepieren einfach so. Öffne Tür. Manchmal sind auf deinem Weg tödliche Fallen versteckt. Halte die Augen nach ihren Auslösemechanismen offen. Oh ja. Die sehe ich hier aber nicht, weil die wirklich sehr dunkel sind. Da ist eine Bärenfalle wieder. Boah, ich sehe die überhaupt nicht. Scheiße. Kann ich da nicht mit dem Pfeil reinschießen, um zu deaktivieren? Ich glaube, das würde ich mal gerne probieren gerade. Einfach nur mal so vorsichtshalber. Inventar, Sekundärwaffen. Dann schalte ich da nochmal den Bogen frei. Birkenholz, Langbogen. Da scheint ja überhaupt nicht zu klappen. Schade. Ich wäre mal viel lieber, wenn man die wirklich deaktivieren könnte, denn jetzt weiß ich nämlich nirgends nicht mehr, wo ich überhaupt noch hintreten darf. Die werden wahrscheinlich nicht im Licht liegen, deswegen laufe ich einfach mal fröhlich. Huah! Aua! Dein Leben ist gefährlich gering. Drücke R, um einen Heiltrank zu verwenden. Was sind denn das für lustige Kreaturen? Ich sehe nichts! Eine Missratlücke. Das sind Kobolde? Die sehen aus wie kleine Katzenmenschen. Sind ein bisschen gruselig. Die finde ich aber nicht so niedlich als Kobolde. Ich habe mir Kobolde mal etwas fröhlicher vorgestellt, ehrlich gesagt. Und wieso latschen die denn nicht in die Bärenfallen rein, verdammt? Okay, wir wissen zumindest, wie man Heiltränke benutzt. Mit R, das ist ganz gut. Haben wir unseren ersten Heiltrank benutzt. Und das, obwohl wir die ganze Zeit schon nackig rumlaufen. Nacki, 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 nacki. Na, Koboldi? Oh, ich wollte natürlich blocken. Habe ich gerade verpeilt, weil die einen sehr großen Radius haben, wie es aussieht. Muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. Die haben mit der Speerspitze haben die echt einen großen Radius. Ich finde es praktisch, dass man mehrere Leute auf einmal trifft. Puh. So, nochmal den Arm abgerissen, das ist sehr gut. Plündern, Minenwagen. Primitive Lederstiefel, vielleicht sollte man doch bald mal was anziehen. Zumindest zwischendurch mal, was Kleines. Oder wir ziehen es durch. Ich weiß es noch nicht genau. Aber das ganze Spiel nackt spielen wäre auf jeden Fall eine Herausforderung. Wäre eine Challenge. Muss man ja mal zugeben. Da kommen wir nicht durch. Ich habe generell auch keine Ahnung, wo wir überhaupt lang müssen. Ladidadidadada. Dann laufe ich einfach mal hier weiter. Ich habe immer Angst, dass hier irgendwo eine Falle liegt, verdammt. So, hallo Freunde. Thank you.
Critical. So, mein Freund. Das war für den Speer. Und das ist generell einfach nur, weil du so scheiße bist. So, die haben wir weg. Können wir gleich noch plündern. Schlösserkunde. Schwierigkeit leicht. Ach du Scheiße, ich hasse das. Boah, das geht immer... Das bricht immer viel zu schnell ab, finde ich. Egelholzborke, Nabholzborke, trübe Giftscherbe. Und was finden wir bei ihm? Einen statischen Stab. Ah, Elektrizität. Gefällt mir natürlich auch sehr gut. Können wir gleich mal ausprobieren eigentlich. Ich würde als primäre, sekundäre Waffen... Ob ich da den Bogen behalte einfach mal? Ich weiß gar nicht, ob wir schon hier sein sollten. Gnomenleiche. Der muss ja jetzt auch... Steinkerzenprotokoll. Der muss ja jetzt auch irgendwo herkommen, der Gnom. Du hast eine Gemme gefunden. Das ist natürlich sehr schön. Ich möchte aber ganz kurz erstmal ins Inventar, in die Gegenstände und dann das Steinkerzenprotokoll lesen. Dieses dicke Buch ist in Leder und Stahl gebunden. Protokoll der Steinkerzenminen. Aus den akribisch genauen Einträgen zu Arbeitsschichten und abgebauten Prismärmengen stehen einige persönliche Einträge hervor. Dritte Winter 203. Die Suchgruppe Secundus hat einen erstaunlichen Fund gemacht. Entgegen der Ergebnisse früherer Begehungen zeigen die Steinkerzenhöhlen in Alistar Zeichen einer seltenen Prismärader. Diese Kunde und einige Proben wurden per Kurier in das Forum nach Adessa gesendet. Die Antwort kenne ich bereits. Kauft das Land, tragt es ab, sprecht mit niemandem darüber. Nachdem alle mit dem Krieg beschäftigt sind, wird niemandem eine weitere Mine auffallen und wir werden ein Vermögen machen. 1. Frühling 204. Templer Octien hat nicht nur die Errichtung der Steinkerzenminen gefordert, sondern auch persönlich den Bau eines neuen Laboratoriums in Alistar finanziert. Das sollte die nahegelegene Stadt davon abhalten, allzu viele Fragen über die Mine zu stellen, auch wenn wir ein zweites Protokoll führen, aus Vorsicht vor neugierigen Augen. Leider führt das zu einem bestenfalls laxen Berichtswesen. Man kann nur hoffen, dass sich dies nicht schlecht auf unsere Beurteilung auswirkt. 2. Herbst 207. Ein neuer Gelehrter ist heimlich still und leise am Turm von Alistar eingetroffen. Octien ließ Nachricht senden, dass die Forschungen von Fomorous Hughes zu wichtig seien, um von Angelegenheiten des Tagesgeschäftes gestört zu werden. Er sagt uns aber nicht, worum es bei diesen Forschungen geht. Die Kobolde sind derweil weiterhin ein großes Problem und fallen regelmäßig am Höhleneingang unserer Arbeiter an. Wir haben zu wenige Prätorianer, um mit einem ganzen Rudel dieser Biester fertig zu werden. Und ich werde gewiss nicht zulassen, dass sie hier unten Vergorta stationieren. Es ist schon schlimm genug, im Dunkeln zu arbeiten, ohne dass sich eines dieser verrückten Knochenwesen von hinten an einen ranschleicht. 1. Frühling 210. Die ersten Verbindungsstollen zwischen der Mine und dem Turm von Alistar sind fertiggestellt. Sie müssen noch gestützt werden, aber bald können wir den Prismär geradewegs ins Labor bringen, ohne uns um Kobolde oder neugierige Außenseiter zu sorgen. Und gerade rechtzeitig, denn es gab Berichte, dass im nahegelegenen Wald Soldaten herumlungern. Wissen Sie denn nicht, dass die Front am anderen Ende der Feindlande liegt? Okay, es gibt also diese Verbindungstunnel, die müssen wir dann irgendwie finden. Schlösserkunde, Mittel, ach du Scheiße. Aha. Mittel also. Mhm. Eisenbeinschienen. Einfacher Mana-Trank. Trank und eine Scherbe. Ich glaube, ich sterbe. Ich finde eine Scherbe. Ich enterbe dich mal vorsichtshalber. So, hier haben wir nix. Da looten können wir die auch nicht mehr. Die haben wir alle abgewatzt. Das heißt, wir gehen einfach mal durch das Tor. Und ich habe echt immer Angst, dass ich jetzt auf eine Bärenfalle... Huch, hier ist gar kein Tor. Dass ich auf eine Bärenfalle oder irgendwas trete. Hier sieht es ja sehr magisch aus. Und ich wollte ja ganz kurz, das wollte ich nochmal machen, Inventar, Waffen, sekundär. Statischer Stab, 11 Feuerschaden, Verbrennungsschaden und Blitzschaden, geil. Geschwindigkeit langsam, aber die sind beide langsam. Achso, das war ja noch da. Was war denn das? Okay. Das hier wollte ich eigentlich probieren. Okay, hier kommen wir runter, aber nicht wieder hoch. Es könnte gefährlich werden. Hüppala. Da Kacke. Da war eine Bärenfalle, genau vor der Truhe. Ich mache das immer so ansatzweise, ne? Ich zitter da immer ein bisschen zurück. Ich nehme mal ein standhafter Kite-Schild. Sehr gut.
Ich wünschte, man könnte die Fallen irgendwie entdecken, so früh entdecken, dass sie ein bisschen leuchten oder so. Aber das geht natürlich nicht. Rüstung. Nehme ich mal den standhaften Kite-Schild. Block 7, Block 6 Schaden, 7 Schaden plus 5 Rüstung, Fassung, Rüstung. Zack, haben wir den auch. Huch, hallo, speichern? Ja, er speichert wieder, deswegen... Immer wenn er speichert, ruckelt es hier ein bisschen. Nehme jetzt mal vorsichtshalber einen Heiltrank, weil ich habe das Gefühl... Hier kommt doch gleich irgendwas auf uns zu. So, da haben wir eine fette Türe, wo es durchgeht. Oder aber wir suchen erstmal ganz kurz die Gegend hier ab, wo es keine Türe gibt. Da geht es wieder nach draußen. Ach, wir haben einmal die Mine umrundet, oder was? Es sieht so aus, als hätten wir tatsächlich einmal die komplette Mine umrundet. Aber wo ist denn jetzt... Ich dachte, wir kommen da in den Turm rein. Wo sind die Fallen? Wo sind die Fallen? Da ist die Falle. Ich gehe nochmal ganz kurz einmal hier ab. Ich glaube, das war auch relativ linear, ne? Wir konnten hier keine Abzweigung nehmen, die wir übersehen haben. Oder hier? Ne, hier waren wir auf jeden Fall. Hier vielleicht? Ein Minenkarren. Aha, standhafte Stulpen. Ich freue mich. Reparaturkit, das ist ja schön. Na, sieh mal einer an. Aber es sieht nicht so aus, als wären wir ja richtig, weil da kommen wir ja nicht rüber. Wir kommen hier in eine Sackgasse oder wohin? Nee, doch. Ja, nee, ja, doch. Ja, nee, ja, doch. Schwer. Na, Glückwunsch. Das werden wir auf jeden Fall schaffen. Juhu, schwer haben wir geschafft. Ich freue mich, trübe Magiescherbe, einfach durchbohrendes Heft. Da können wir später noch Waffen schmieden, wie es aussieht, so eigene Waffen. So, und hier ist natürlich so ein ganz minimaler Felsball. Da können wir natürlich nicht rüber, weil das ist viel zu hoch für unsere Heldin. Denn der Schutt reicht ihr bis zu den Knöcheln und da kann man nicht rüberspringen. Sonst wären wir wahrscheinlich in den Turm gelandet. Das ist immer so doof. Ich wünschte, sowas finde ich immer so ein bisschen blamabel. Für diese Mega-Helden, weißt du, die schnetzeln sich durch Armeen von Monstern, können aber nicht mal über einen Kiesel hinwegsteigen. Das finde ich immer so ein bisschen... Weiß ich nicht. Okay. Dann gucke ich nochmal ganz kurz, ob wir hier irgendwas übersehen haben. Lalalala. Hier ging es, glaube ich, nicht weiter. Hier war eine Sackgasse. Dann stürzen wir uns gleich wieder raus. So, da hinten ging es ja auch nicht weiter. Da war einfach nur dieser Rambock. Das heißt, wir springen gleich wieder von dem Ding runter und dann sind wir wieder zurück. Huch. Hoppa. Naja, schade. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass wir dann nochmal irgendwie was finden. Dass wir eine Möglichkeit finden, in den Turm zurückzugelangen, um den Typen zu retten. Aber naja, wir haben es immerhin probiert. Wir haben die Mine abgesucht. Haben die Kobolde besiegt, das ist ja auch schon mal ein bisschen was wert. So, die Wölfe liegen immer noch hier rum. Ich frage mich, ob es da hinten noch weitergeht. Da ist ein Bär. Der bedroht irgendwas. Ich mache das mal anders gerade, huch. Ach, ich habe den Bogen gar nicht ausgerüstet, nur das, okay. Muss aber reichen. Na, bin ich mal gespannt. Hey, Bär! Ich bin noch klein und nackt. Lass mich! Nein, ich wollte ausweichen. Weich gefälligst aus. Na also. Oh, elektrisiert. Sehr schön. Ihr... Ich erinnere mich, seid ihr es?
Wie seid ihr zurückgekommen? Wie habt ihr mich hier gefunden? Ich erinnere mich, der Herr hat uns doch in der ersten Folge in die Leichengrube geworfen. Und was macht er hier draußen? Warum ist er nicht drin bei den anderen? Wusste er etwa von dem Angriff? Nein, ich hatte keine Ahnung, dass so etwas passieren würde. Der Seelenquell ist mehr als das Steckenpferd eines einzelnen Gnoms. Mein Arbeitgeber bezahlt für Informationen über seine Fortschritte. Ich schicke die Berichte nur, um nebenher etwas Geld zu verdienen. Ich wollte nie, dass jemand zu Schaden kommt. Er schickt also Berichte? Die Frage ist natürlich, wem er Berichte schickt. Damit hat man das Leck ja gefunden. Bezahlt mich und lebt weiter? Na, das braucht man nicht unbedingt. Verschwindet einfach sofort. Das ist immer so ein bisschen mies irgendwie. Bezahlt mich und lebt weiter ist ja eine Drohung. Das wollen wir nicht machen. Aber erstmal natürlich die wichtige Frage. Wenn ich es wüsste, würde ich es euch sagen. Ganz bestimmt. Forschungsergebnisse zu teilen ist eine Sache, aber akademische Sabotage ist ein Verbrechen. Forschungsergebnisse zu teilen, das ist doch akademische Sabotage, wenn jemand anderes rausbringt. So, das ist eure Schuld, Zeit zu sterben, verschwindet einfach sofort, bezahlt mich und lebt weiter. Das machen wir mal ausnahmsweise nicht, auch wenn wir Gold dafür kriegen, aber es ist eigentlich eine böse Tat, deswegen hau bloß ab, so bevor ich hier die Glatze wiener. Danke, danke. Hier, nehmt. Das ist die Bezahlung für meinen letzten Bericht. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich gehe zurück nach Hause, nach Odessa. So, 10-4 Gold, da freue ich mich natürlich. Reden mit Guran, weißt du noch was? Zum Glück sind wir Hughes und seinen verdammten Quell los. Du kleiner Pisser. Du kleiner, dreckiger Pisser. Du dreckiger, du Pisser. Dir schmorcht die Glatze, dass es stinkt. So, hat der Bär hier irgendwas bewacht? Offenbar hat der Bär auch nichts dabei gehabt, außer diesen kleinen Gnom, diesen kleinen Kacki-Gnom. Das war, weißt du, der hat's geschafft, aber den Hughes? Warum überleben die Drecksäcke immer? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich spare mir mal die ganzen Pflanzen hier. Jetzt können wir momentan eh noch keine Reagenzien sammeln. Die spare ich mir mal, bis wir da ein paar Punkte haben, weil sonst habe ich das Gefühl, wir verwursten die alle und ich weiß nicht, ob die wieder zurückkommen, ob wir die später noch benutzen können. Die da zum Beispiel nicht. Das heißt, es sind alles verlorene Pflanzen eigentlich. Deswegen lasse ich das einfach mal lieber. So, gerne ich auch Pflanzen pflücke in Spielen, wie in Risen, aber momentan, naja, muss ich davon absehen. So, Mädchen, lass die Backen rotieren. Wir gucken mal ganz kurz. Die Legende vom Toten Kell. Enter, um diese Quest zu verfolgen. Erhalten, Rekrutierungsschreiben der Flotte von Alpha. Wo haben wir das hergekriegt? Inventar, Gegenstände, Rekrutierungsschreiben. So höret, ihr unerschrockenen Reisenden, erfahrenen Abenteurer und tapferen Männer und Frauen von Amalur. Im Frostbruchmeer treibt ein Teufel sein Unwesen. Der tote Kell ist zurückgekehrt und seine Mannschaft der Gehängten hinterlässt eine blutige Spur. Wollt ihr dies zulassen? Die Handelsflotte der Alpha sucht nach furchtlosen Seelen für die Jagd auf den Piratenkönig. Zögert nicht, zieht eure Schwerter, setzt die Segel, nehmt Kurs auf den Ruhm. Kommt noch heute nach Rathir. Nach Ratingen? Okay, das machen wir natürlich bei Zeiten. Wir nehmen die Quest auch an. Enter, um diese Quest zu verfolgen. Das können wir natürlich machen. Erstmal gucke ich, hier ist nichts Feindliches. Ne, nee. Was ist denn das hier für eine Scherbe? Zähne von Naros. Was ist das? Wir kriegen hier lauter neue Quests. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Da ist eine Truhe, hier ist eine Scherbe. Der Dalentas-Stein. In allen Liedern, allen Sagen gibt es viele große Taten. Doch größer als die ihren nicht. Olaine. Die Reine, die Lady des Lichts, Ritterin des goldenen Astes, Heilungssuchende, Gewissen der Sommerfeien, Herz des Frühlings, des Tags, so ihre Weihen. Ach so, ja, das, ach so, ja, jetzt werde ich da schlau draus. Einfache Stahlvorhang, Himmelsblüte und eine trübe Schutzscherbe. Scherben, 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 Scherben bringen Glück. Und da gucken wir mal, Scherben kommen ja sehr bekannt vor von einem anderen Spiel. Da gucken wir mal ganz kurz, was wir mit den... Ne, wir gucken später, was wir mit den Scherben alles machen können. Hier sind überall die Pflanzen, die ich aufsammeln möchte. Aber momentan nicht kann. Ich gucke jetzt mal ganz kurz aber nochmal bei den Quests rein. Die Zähne von Naros. Kontakt mit der Expedition aufnehmen. Ich habe erfahren, dass einige Söldner einen Weg zu den Zähnen von Naros, einem unerforschten Land südlich von Dalentas, gefunden haben und nun eine Expedition dort planen. Ich sollte mit diesen Söldnern Kontakt aufnehmen und herausfinden, ob ich sie auf ihrer Reise begleiten kann. Die Legende vom Toten Kell. Bei der Handelsflotte der Alpha gibt es eine Anstellung für eine Person, die sowohl willens als auch mutig ist. Ich sollte ihre offizielle Kontaktperson, Kommodore Garrick, in der Taverne zur feuchten Gischt in Rathir aufsuchen. Oder aber, in Gorhard sollen wir mit Agath reden, das haben wir schon gemacht.
oder und uns anschließend mit Arden treffen. Agas, ein Schicksalsweber und enger Freund von Hughes, sagte, ich hätte offenbar kein Schicksal. Wenn das wahr ist, wäre ich die erste Sterbliche ohne eine Bestimmung. Agas hat vorgeschlagen, dass wir uns mit Arden, einem weiteren Schicksalsweber, treffen, der sich in Yolvan aufhält. Wir verfolgen natürlich erstmal das hier. Die anderen Quests lassen wir uns natürlich offen. Huch, hallo, Speicher, Speicher, Speicher. Unten rechts sieht man es, da wird gespeichert. Was ist denn das hier für ein lustiges Ding? Bist du böse? Bist du böse? 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 Ich bin voll erschrocken, weil ich dachte, der tut einem nichts. Soll ich mal... aber der hat mich zuerst angegriffen. Ich muss Rache üben. Da scheint er nicht so gut zu klappen. Okay, wir können ihn nicht angreifen, aber der kann uns eine Kopfnuss verpassen. Bist du böse? Bist du? Komm mal. Können wir die sehen? Da? Nee, jetzt sehe ich die Alte wieder. Da unten. Ein Huhn! Ein süßes Huhn! Oh. Okay, das können wir angreifen. Das wusste ich nicht. So, und wir sind jetzt offenbar in der Stadt, wie es aussieht. Sieht sehr schön aus und es ist Nacht geworden inzwischen. Es gibt ja Tag- und Nachtwechsel. Das finde ich ja angenehm. Und da vorne ist ein Menschenaufruhr. Was ist... Neuer Ort entdeckt, Gorhard. Du hast einen neuen Ort entdeckt. Jetzt kannst du über deine Weltkarte per Schnellreise zu diesem Ort, indem du M drückst. Ich drücke M. Drücke 3, um von der Gebietskarte zur Weltkarte zu wechseln, wenn du die Schnellreise nutzen möchtest. Enter weiter. Drücke 3? Warum soll ich denn 3 drücken? Ich kann hier auch rauszoomen. Hier auf der Weltkarte kannst du bereits entdeckte Orte auswählen und per Schnellreise zu ihnen gelangen, indem du Enter drückst. Warum ausgerechnet die 3 drücken? Okay, wir haben schon diesen Teil der Welt erkundet. Alter, das wird... Also da haben wir... Hier, Rat hier, da sollen wir uns melden. Das wird auf jeden Fall, ich vermute mal, Szene von Naros. Puh, das wird ein bisschen dauern, glaube ich. Bis wir hier durch sind komplett, da werden wir ein paar Folgen zu tun haben. Heilige Scheiße. So, das hier ist die Gebietskarte. Man kann sehen, hier sind wir in der Stadt angekommen gerade. Und von da kommen wir, was ist das? Hier müsste der Typ sein, ne? Mit Arden treffen. Mit Arden treffen? Der ist da hinten? Ich dachte, der wäre jetzt hier, in Dingens. Den habe ich gar nicht gesehen. Dann gehe ich nochmal ganz kurz. Der Bulle war doch nicht Arden. Haben wir den übersehen? Wie kann man den übersehen? Kann ich das Übersehen noch ein bisschen anders betonen? Übersehen? Da ist das Fragezeichen, das ist ja das... Hä? Ach, das war der Eumel. Das ist Agath, nicht Arden. Verdammt. Oder Agath. Verwirr mich noch nicht, die blöde Karte. Jetzt gucke ich mal ganz kurz. Da steht aber wirklich... Ach, guck mal, da waren wir. Steinkerzenminen. Mit Arden treffen. Aber das ist doch gar nicht Arden. Nach Gorhard reisen. Das machen wir ja gerade. Hat mich ein bisschen verwirrt, muss ich zugeben. Aber vielleicht muss man noch lernen, wie man das lesen muss. Für die Zukunft wissen wir es ja. Wir trauen der Karte nicht, wenn die da was sagt. Der dumme Büffel. Das sieht wirklich ein bisschen aus wie WoW. Was nichts Schlechtes ist. Ein WoW in gut sozusagen. Hat ja auch schon so seine Jahre. Kommt ja bald das Grafik-Update, aber das dauert noch ein bisschen. Tretet einfach alle zurück. Der Dorfhof kann nicht arbeiten, wenn ihr euch so zusammendrängt. Geht wieder euren eigenen Angelegenheiten nach. Herk wird uns beschützen. Na los! Oh. Und jetzt gehen alle ihren eigenen Angelegenheiten nach. Rede mit Evan Radgar. Geht weiter. Diese Angelegenheit betrifft euch nicht. Wenn ihr nicht zufällig eine ausgewiesene Expertin für Fein seid, schlage ich vor, dass ihr euch auf den Weg macht. Ihr solltet euch nicht im Freien aufhalten, solange die Rote Legion in der Gegend ist. Die Rote Legion? Hast du eine Tage oder was ist hier los? Ihr wollt wissen, was sie sind? Ich bin mir nicht sicher. Aber sie sind schon länger hier, als sich irgendeiner von uns vorstellen kann. Sie sind älter als die Bäume. Wie sollte es auch anders sein?
Sie haben sie immerhin gepflanzt. Menschen und Unsterbliche können nicht in Frieden miteinander leben, zumindest nicht ewig. Der Friede zwischen uns und dem Hof des Sommers ist unnatürlich. Das ist meine Meinung. Nur weil es eine Meinung ist, muss sie ja noch lange nicht wahr sein, Mädchen. Man könnte ihn eine Nation der Feien nennen. Eine von zwei vereinten Gruppierungen, die über ihre Art herrschen. Der Hof des Sommers ist nicht unbedingt ein Verbündeter, aber er lässt uns in Frieden. Zumindest meistens. Es sind die anderen Feien, der Hof des Winters, die die gefürchteten Tuata hervorbrachten. Einen Clan aus Mördern, der sämtliche Sterblichen unterwerfen und versklaven will. Also die Unsterblichen begehren sich immer wieder auf oder fühlen sich überlegen gegenüber den Sterblichen. Und die Sterblichen sind vielleicht neidisch und bibabobaba. Interessenskonflikte, das Übliche halt. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir da vielleicht nicht einen Keil zwischentreiben können, sondern das Ganze ein bisschen zusammenschmieden. Was ist denn der Kristallkrieg und wieso weiß ich davon? Ich habe doch alles vergessen. Ihr wollt mich zum Narren halten, was? Das hoffe ich zumindest. Schon seit 10 Jahren befinden sich die Sterblichen und die Tuata in einer tödlichen Umarmung. Normalerweise würde ich dieses Blutvergießen verurteilen. Aber wir können es uns nicht leisten, diesen Krieg zu verlieren. Wir können es uns nicht leisten? Natürlich nicht, weil sonst wären ja alle ausgelöscht. Das erklärt ja einiges. Was ist denn die Rote Legion? Sie sind Banditen, wenn auch keine gewöhnlichen. Ihr habt doch bestimmt schon von Idvard gehört, dem Roten Tod. Nö. Es heißt, er trinke das Blut seiner Gefangenen und verzehre ihre Seelen. Ach so. Aber vielleicht sind das auch alles nur Gerüchte. Solange ihr innerhalb des Dorfes bleibt, solltet ihr in Sicherheit sein. Wenn ihr aber die Grenzen Gorhards verlasst, liegt euer Leben nur noch in eurer Hand. Ja, und das der anderen liegt wahrscheinlich dann auch in unserer Hand, hoffe ich mal. Was könnt ihr mir über die Tuata sagen? Bis vor einem Tag oder so hatte ich noch nie einen von ihnen gesehen. Offenbar ist ein kleiner Trupp von Kriegern ins Landesinnere gezogen, um hinter unseren Linien zuzuschlagen. Ihr solltet den Geschichten Glauben schenken, meine Liebe. Die Tuata sind wahnsinnig. Sie wurden von irgendeiner dunklen Magie berührt. Sie sind völlig verdorben und sie sind der Feind. Völlig verdorben, das mag ich. Die verwundete Maid dort drüben, warum geht ihr mich nichts an? Ich möchte helfen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber das Tor von St. Odwig wurde geschlossen, nur wenige Augenblicke, bevor diese Feier auf der Straße aufgetaucht ist. Mir gefällt nicht, worauf das hindeutet. Es gefällt mir überhaupt nicht. Können wir die Feier nicht retten? Und was ist denn die Mission von St. Odwig überhaupt? Die Brüder in St. Odwig sind sonderbare Leute. Sie huschen in der Mission herum wie Eichhörnchen auf der Suche nach Nüssen. Ich frage mich, was hinter diesen verschlossenen Türen vor sich geht. Warum fragt ihr sie nicht einfach, statt irgendwelche Vermutungen anzustellen? Nun, dann befragen wir lieber die Feier oder die Mönche direkt. Huch. Und das dort ist also eine Feier? Kann man ihr nicht helfen? Die Arme hat doch Schmerzen. Und sie dreht sich immer hin und her. So sehen die also aus. Sie sehen ähnlich aus wie ich. Haben spitze Ohren. Und interessante Strumpfhosen und Sandalen an den Füßen. Sie sind uns gar nicht so unähnlich. Und tatsächlich erinnern sie mich ein bisschen an Elfen. Nur vielleicht an Dunkelelfen, wie es aussieht. Fehlt nur noch, dass Drist-Doerden gleich um die Ecke kommt. So, jetzt bin ich gespannt, was sie zu sagen hat. Und das erfahren wir natürlich leider erst in der nächsten Folge, genauso wie, was es mit diesen roten Tampons auf sich hat, diese rote Legion, was es mit der Mission auf sich hat von St. Odwig oder St. Hedwig oder weiß ich schon, und was dort hinter geschlossenen Toren vor sich geht. All das und mehr wird sich hoffentlich in der nächsten Folge offenbaren, hier bei Kingdoms of Amalur. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.